Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen veganen Foodhaul für euch und zwar dieses Mal von Real. Ich war bei Real einkaufen und zwar macht bei uns der Real, also die Filiale bei uns macht in den nächsten Tagen zu, die schließt komplett und ja, daher haben die so einen Räumungsverkauf und bieten alle Produkte oder fast alle Produkte sehr großzügig, rabattmäßig an, meistens sogar über die Hälfte, also über 50%. Ja, ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, weitere Filialen werden auch in Deutschland schließen. Ich glaube, die wurden übernommen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe da nur teilweise was mitbekommen. Und ja, deswegen bin ich da jetzt nochmal rein, habe zugeschlagen. Die meisten Regale waren schon komplett weg, also überwiegend leergeräumt. Und manche waren auch schon gar nicht mehr vorhanden. Der war wirklich sehr leer. Und ja, also ich habe zugeschlagen, weil viele Produkte auch ablaufen in den nächsten Tagen. Und wir haben jetzt noch schönes Wetter. Ich habe ein paar vegane Grillsachen mitgenommen, unter anderem natürlich. Und zwar 3 ganze Male von Rügenwalder Mühle, die vegane Mühlenbratwurst. Hier sind 6 Bratwürste enthalten und die kenne ich noch nicht. Also ich weiß, dass die angeblich sehr lecker schmecken sollen und ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich wohne in einem kleineren Ort und bei uns ist eben nur Real oder eine andere große Supermarktkette in der Nähe, wo man aber auch 20, 30 Minuten, eher 30 Minuten hinfährt. Und ja, deshalb bin ich sehr gespannt auf die und habe gleich zugeschlagen 3-mal. Halten auch noch bis Mitte Oktober, sind also noch 4 Wochen. Und ja, 3-mal, die waren auch rabattiert, also im Rabatt günstiger. Und da bin ich schon sehr gespannt. Dann habe ich ebenfalls 3 ganze Male von Garden Gourmet die Bratwürste mitgenommen. Und zwar von Garden Gourmet, die sind wirklich monströs. Von Garden Gourmet die Sensational-Bratwurst. Ja, vielleicht kennen die schon welche von euch. Ich kenne sie noch nicht, noch gar nicht. Ich habe die auch noch nirgendwo gesehen. Das sind so 2 riesen dicke Bratwürste und zwar, wie man hier schon sieht, für nur 1,49 Euro runtergesetzt. Das war, ich glaube, über 50%, die hat so 3 Euro irgendwas gekostet, diese 2 Bratwürste zusammen. Und da habe ich 3 Packungen mitgenommen, da gab es noch sehr viele und die laufen jetzt auch in ein paar Tagen ab. Deshalb habe ich zugeschlagen, vor allem wegen dem Preis natürlich und weil wir sowieso die Tage noch grillen wollen und dann trifft sich das super gut. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die aussehen. Die sehen sehr echt aus und die sind auf Erbsen, Soja-Proteinbasis. Genau, dann habe ich noch 2 weitere Produkte mitgenommen. Das sind 2 verschiedene von The Vegetarian Butcher. Einmal diese Chicoriki-Streifen, die sind auch auf 1,49 Euro runtergesetzt worden. Die haben auch so 3 Euro gekostet und laufen auch die Tage ab. Und da habe ich 2 Packungen mitgenommen. Die eine Packung habe ich heute Mittag schon gemacht, verarbeitet. Das sieht so aus. Reicht locker für 2 Portionen. Und zwar habe ich da einen Salat heute Mittag gemacht und diese Streifen hier, diese Chicken-Streifen in der Pfanne einfach in Sonnenblumenöl auf beiden Seiten schön knusprig angebraten. Die Konsistenz sieht aus wie Chicken, wie Huhn. Es riecht wie Huhn und es schmeckt tatsächlich auch so. Also wenn ihr das schön kross anbratet, das ist wirklich fantastisch. Und ich habe den Salat auf den Teller gegeben und darauf diese warmen Streifen. Es war wirklich lecker und für 2 Personen reicht das super. Genau, also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei den anderen Sachen, die habe ich noch nicht probiert. Und dann nochmal von The Vegetarian Butcher diese Beflügel-Nuggets. Da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt. Die sehen so aus. Und ihr seht, die haben so eine richtig krosse Panade. Und nicht wie diese Rügenwalder Nuggets zum Beispiel. Das sind ja meine Favoriten bisher. Die mag ich sehr gerne. Aber die haben so eine krosse Panade. Und ich glaube, die werden richtig schön knusprig. Und da freue ich mich jetzt schon die Tage, die auszuprobieren. Ja, ach, und dann habe ich noch ein weiteres Produkt, also ein weiteres veganes Fleischersatzprodukt eben, und zwar wieder von Garden Gourmet für nur 1,39 runtergesetzt. Da gab es ebenfalls, da habe ich ebenfalls 2 Packungen mitgenommen, wollte ich sagen. Die 2 habe ich noch im Kühlschrank, und zwar sind das auch so Filetstückchen, also fast so wie diese hier. Nur, dass die noch so eine italienische mediterrane Würzmischung drauf haben. Die haben noch so eine italienische Würzung drauf und sind einfach anders geschnitten. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie die schmecken. Also freue ich mich schon sehr, wie gesagt, reduziert. Also ist wirklich über die Hälfte günstiger gewesen. Und ja, das war es jetzt so mit diesem veganen Fleisch.
Ja, das war es mit den veganen Fleischersatzprodukten. Und ja, dann geht es weiter. Ich habe noch zweimal Tomaten mitgenommen. Das sah nämlich sehr lecker aus. Dann von Ostmann dieses Zwiebelgranulatpulver und ganzen Pfeffer für die Pfeffermühle. War nämlich auch alles reduziert, sowie Korianderblätter getrocknet. Wir machen weiter mit Couscous. Ist mir nämlich auch ausgegangen. Da finde ich euch gerne unten in der Infobox mal einen leckeren oder mehrere leckere Couscous-Rezepte. Couscous-Curry, Couscous-warme Rezepte, Couscous-Salate kann ich euch gerne mal unten verlinken. Schaut da sehr gerne vorbei. Folgt mir deswegen auch gerne auf Instagram. Da seht ihr die Rezepte nochmal im Ganzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da was nachmacht. Wenn ihr das Ganze abfotografiert, könnt ihr mich gerne verlinken auch. Und dann sehe ich, was ihr da so nachkocht. Dann habe ich von Kühne diese vegane Salatcreme und die hatte ich schon mal. Die ist sehr lecker, die kann ich nur empfehlen. Also da könnt ihr schöne Dressings machen, Dips machen. Die ist wirklich super lecker vom Geschmack. Und die letzten zwei Sachen, wie gesagt, ich bin da nur hin, um zu gucken, was es da so noch gibt. Um mich noch vom Real zu verabschieden. Nachdem es die Filiale dann bei uns nicht mehr geben wird, bin ich sehr gerne hingegangen. Und die haben wirklich eine tolle große Auswahl immer gehabt. Deswegen finde ich das sehr schade, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Finde es aber auch toll, dass ich jetzt so viele Produkte noch ergattern konnte. Und zwar habe ich einmal einfach nur zwei ungesund gesunde Sachen mitgenommen. Einmal so Chips, die sind ja auch vegan. Und einmal noch so Brezel-Snack-Teile. Ja, also für die ungesunden Abende zum Snacken. Ich hoffe, euch hat der kleine Foodhaul gefallen. Ja, auch wenn es nicht so viele Sachen waren, lasst mir sehr gerne hier ein Abo da. Ich poste fast jede Woche, beziehungsweise ich lade fast jede Woche einen neuen Foodhaul hoch und verlinke euch da auch die Rezepte. Schaut gerne bei meinen Rezepten vorbei, wenn ihr euch vegan oder vegetarisch ernährt. Da sind wirklich tolle Sachen dabei, würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, lasst mir gerne hier ein Abo da, folgt mir gerne auf Instagram und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin!